Hallo ihr Lieben, ich bin Susanne Mazkat-Bader. Ich gebe Kipperkartenkurse, Tarotkartenkurse. Ich mache sehr viele Beratungen mit den Karten. Und jetzt ratet mal, was das Thema Nummer 1 ist. Das Thema Nummer 1, zumindest bei mir, aber ich weiß es auch von vielen anderen Kartenberatern, ist natürlich das Thema Liebe. Und natürlich kommen ganz viele Menschen zu mir und sagen, ja, wie steht denn mein Partner zu mir? Wie denkt der? Wie fühlt er über mich? Ja? Und da gibt es verschiedene Legungen. Ich bin so ein Fan von einfachen Legungen. Über einfache Legungen kriegt man genauso viel raus wie über ein kompliziertes, großes Blatt, vielleicht sogar noch differenzierte. Und ich habe mir schon mal ein Legemuster vorgestellt mit 4 Karten über Beziehungen, über Beziehungsstand, also wie steht jemand zu mir. Und heute möchte ich euch ein Beispiel zeigen mit 7 Karten, wie kann ich ganz genau herausfinden, was ist das Thema unserer Beziehung, was denkt er oder sie von mir, was fühlt er oder sie, was zeigt er nach außen. Okay, legen wir gleich los mit unserem Beziehungsstand. Ich zeige euch ganz kurz dieses Muster nochmal. In der Mitte, das ist die Karte Nummer 1, die ich ziehe, ist praktisch das Thema. Und dann ziehe ich die Karte Nummer 2 auf die bewusste Ebene des Partners, also was denkt mein Partner, dann was fühlt er, die Herzebene, und was zeigt er nach außen. Okay, Karte Nummer 5 ist dann, was zeige ich nach außen, was ist meine Herzebene, Karte Nummer 6, und was ist meine bewusste Ebene. Also wie schätze ich die Beziehung selber ein? Und jetzt machen wir einfach so ganz unplugged so eine Testsituation. Also wir tun ja so, als ob jetzt jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte gern wissen, wie schaut es in der Beziehung aus? Wie fühlt mein Partner? Was denkt er? Was tut er? Ja? Und da ziehe ich also einfach 7 Karten oder lasse denjenigen, der zu mir kommt, die Karten ziehen. So, und das reicht dann schon. Und damit kann man dann ganz gut diese Beziehung sozusagen analysieren. Auf Platz 1 haben wir das Thema viel Geld gewinnen. Ja? Platz 2, schon wieder die Sache mit Geld. Also das Reihe gute Herr, dann haben wir hier auf der Herzebene die kurze Krankheit, nach außen seine Gedanken. Hier haben wir praktisch den Fragesteller mit dem langen Weg. Hier haben wir sozusagen die Herzebene des Fragestellers und hier die bewusste Ebene. So, ja, wer bei mir schon mal im Kurs war, der weiß, dass für mich diese Karte viel Geld gewinnen in Beziehungsfragen immer das Thema, da geht es immer um Klammern, also praktisch um das Thema Loslassen und Klammern. Also Nähe, Distanz, Konflikt kann man das auch ganz einfach sagen. Also hier ist das Thema, die Grundthematik oder das Grundproblem, in dem Fall das Thema Klammern. Jetzt schauen wir mal auf der bewussten Ebene, wie schätzt denn der Partner, ich gehe mal davon aus, das ist ein Mann und das ist eine Frau, also das ist mein männlicher Partner, wie schätzt er denn unsere Beziehung ein? Und hier haben wir wieder eine Geldkarte, die heißt reicher guter Herr, aber die bedeutet übersetzt eigentlich Sicherheit. Ja? Also er denkt sich, diese Beziehung, diese Frau, die ist für ihn auf jeden Fall sicher. Auf der Herzebene haben wir jetzt aber die kurze Krankheit. Habe ich auch schon mal einen Film drüber gedreht. Und kurze Krankheit heißt immer, ich ziehe mich zurück. Ja? Wenn man krank ist, muss man sich ja auch ins Bett zurückziehen, um sich zu erholen. Und man zieht sich oft deswegen zurück, weil man einfach Stress hat. Also man kann sich schon vorstellen, dieser Herr glaubt zwar, dass die Dame sicher ist, aber dieses Klammerthema, das stresst ihn ziemlich, ja, und deswegen hat er sich innerlich schon mal zurückgezogen. Und auch nach außen zeigt er überhaupt gar keine Handlung, sondern hier steht seine Gedanken. Und seine Gedanken, das betrifft es übrigens auch bei Frauen, das heißt, könnte auch ihre Gedanken sein, aber in dem Fall sind seine Gedanken, bedeutet, dass er sehr viel grübelt und nachdenkt und vor allen Dingen auch sich überlegt, ja, wo stehe ich denn überhaupt in der Beziehung? Also so richtig zufrieden ist der nicht, ja. Er glaubt zwar, die Beziehung ist safe, aber er hat sich schon zurückgezogen und zeigt nach außen wenig Impuls, sondern zeigt sich sehr nachdenklich, sehr grübelerisch und lässt auch den anderen nicht teilhaben an seine Gedanken. Jetzt schauen wir uns die Dame an. Die Dame zeigt nach außen langer Weg. Also langer Weg heißt, sie möchte mit ihm, und das sagt sie ihm auch sicher immer wieder, einen langen Weg gehen. Sie plant langfristig, sehr, sehr lang, am besten für immer. Okay? Ihr Herz, ja, das hängt wirklich sehr an ihm. Also ihr Herz, das ist so praktisch ihr innerster Raum, ja, ihr privatester Raum. Und sie fühlt sich bei ihm einfach, so kann man sagen, zu Hause. Sie möchte ganz nah zu ihm hin, ja. Und man sieht schon Konflikt, sie will ganz nah hin und er zieht sich zurück und zwischendrin klammern. Okay, das ist der Klassiker. Sowas passiert sehr häufig, solche Legungen, also so in der Art, ja. In ihrem Kopf, in ihrer Vorstellung, ist er einfach ihr ganz großes Glück. Also ganz großes Glück heißt, das ist der Mensch, der mich auf allen Ebenen für immer und auf ganz lange Zeit glücklich machen kann. So,
Jetzt haben wir also praktisch diese Karten so gelegt und jetzt fängt die eigentliche Beratung erst an. Wir haben jetzt also praktisch dargelegt, was ist die Problematik in dieser Beziehung. Ja, die Problematik heißt einfach Nähe-Distanz. Die Dame möchte gerne Nähe haben. Auf jeden Fall mehr Nähe als er und er ist wie so im Teufelskreis. Also sie sagt, ich will dich und er rennt von ihr weg. Und dann denkt sie, wenn der wegrennt, dann muss ich doch fangen. Und so dreht sie sich da im Teufelskreis. Ja. Und ein Teufelskreis wird immer nur dann aufgelöst, wenn einer einfach sagt, Schluss, ich steige aus diesem Spiel ein. Ich denke, ihre Anforderung ist ein bisschen überzogen mit diesem großen Glück. Also er ist mein großes Glück. Leute, niemals kann eine Person euch euer großes Glück sein. Das große Glück entsteht immer da unten, im Herz, bei euch selber drin. Ja, natürlich kann ich glückliche Zeit mit jemandem verbringen. Natürlich kann ich glücklich sein und dankbar sein, dass jemand bei mir ist. Aber tut niemals euer Glück in die Hände eines anderen geben. Also nur er macht mich glücklich. Ja, er sieht das viel pragmatischer. Ja? Er sagt, naja, die ist mir sicher. So verhält sie sich auch nach außen. Nächster Tipp, wenn einer sich zurückzieht, ja, er zieht sich offensichtlich zurück. Mädels, bitte, nicht hinterher springen. Nicht hinterher springen, er macht es wirklich nur schlimmer. Gebt ihm doch die Gelegenheit. Ja. Lasst ihn wiederkommen, ist viel einfacher als zu sagen, ich muss dem hinterher. Okay? Ja, was ich jetzt bei dem Herrn nicht gut finde, dass er jetzt nur so grübelt und nicht spricht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er so überfrachtet ist, du musst mich glücklich machen auf ganz, ganz lange Zeit, ja, dass es auch schwierig ist, dann zu sagen, ja gut, aber so richtig gefällt es mir nicht. Aber hier würde ich mal der Dame, die ja zur Beratung kommt, raten, du schau mal, dass du mit ihm sprichst. Und sie spricht ja mit ihm eigentlich immer nur über die lange Zukunft, über den ganz, ganz, ganz langen Weg. Ja. Aber wisst ihr was, wir haben doch jetzt nur das Jetzt. Wichtig ist doch, dass ich im Heute und im Jetzt mit meinem Partner klarkomme. Und dann kann ich morgen wieder aufstehen und sagen, heute, also morgen in dem Fall, bin ich wieder mit meinem Partner für diesen Tag zusammen. Mehr Garantie gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt keine Garantie auf das ewig lange Glück, gibt es nicht. Also wenn man das Ganze realistischer sehen könnte, wie es halt wirklich ist, ja, bei uns hier auf der Erde, dann hätten wir auch weniger Probleme, was Beziehungsthematiken betrifft. Wenn jemand ganz stark Nähe-Distanz-Konflikt hat, das ist oft ein Thema, das kommt schon aus der Kindheit. Sowas kann man dann sozusagen als nächsten Schritt bearbeiten, indem man jetzt einfach legt, was könnte ich denn jetzt als nächstes tun, um meiner Beziehung irgendwie zu helfen. Und da gibt es dann auch wieder ein spezielles Legemuster, das stelle ich in einem meiner nächsten Videos vor. Ich freue mich über Interesse. Wenn ihr Beratung braucht, also gerade Beziehungsberatung, da bin ich wirklich absolute Expertin, ich bin auch Beziehungscoach, ich helfe euch gerne. Wenn ihr sagt, wow, ich will auch anderen Menschen helfen können, ja, dann kommt doch zu mir in Kipperkartenkurs oder Tarotkurs oder lasst auf jeden Fall ein Gefällt mir hier und abonniert meinen Kanal. Bis bald mal wieder, Dankeschön!